setzen fort mit dem Tagesordnungspunkt 27, Mehrbedarf für Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Leistung für Asylbewerberinnen sowie für Leistung für geflüchtete Menschen im Kontext Ukraine im Jahr 2022. Und wir steigen ein in die Fraktion. Oder nee, erstens, ich habe zwei Änderungsanträge. Die werden zunächst gefragt, wenn gewünscht. Fraktion Die Linke. Frau Barkow, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, in der Vorlage geht es um eine ganze Reihe von Ausgaben im Zusammenhang mit Flucht und Asyl, um einige Beispiele zu nennen, zum Beispiel für die soziale Betreuung, die Krankenhilfe, aber auch Schulassistenz für Kinder und Jugendliche oder Hilfen zur Pflege. Alles Dinge, die wir selbstverständlich aufbringen werden für jene Menschen, die aufgrund von Flucht und Vertreibung nach Dresden kommen. In der Vorlage enthalten sind auch Gelder für Unterbringungseinrichtungen. Auch das grundsätzlich selbstverständlich und wir werden hier dem Grunde nach auch zustimmen. Als Stadt sind wir verpflichtet, Menschen, die Asyl beantragen, unterzubringen und das tun wir auch. Und wir als Linksfraktion wollen das auch so tun, dass es möglichst gut für die Betroffenen ist, wie aber auch sich gut in die Stadtviertel einfügt. Im Jahr 2016 haben wir hier im Stadtrat ziemlich intensiv darüber diskutiert und unter anderem auch Standards festgelegt, die Unterbringungseinrichtungen erfüllen müssen. Denn die Frage, wie jemand wohnt, hat große Auswirkungen. Gibt es Privatsphäre? Besteht die Möglichkeit, selbst zu kochen? Wie viele Personen teilen sich ein Bad? Handelt es sich um eine Wohnung in einem ganz normalen Wohnheim oder aber um ein großes, oder aber um ein großes Wohnheim, gar eine Halle für mehrere hundert Personen. All diese Punkte sind ganz zentral und die Frage ist auch entscheidend für den weiteren Verlauf der Integration. Jetzt gerade haben wir die Situation, in der sehr viele Menschen nach Dresden kommen. In den Nachrichten kann man tagtäglich verfolgen, wie die russischen Angriffe auf die Ukraine ein Leben dort immer gefährlicher machen. Und dass auch Menschen aus anderen Regionen der Welt wieder verstärkt nach Deutschland und Europa fliehen. Uns als Linksfraktion ist natürlich vollkommen bewusst, dass es kaum noch gelingt, adäquate Unterbringungseinrichtungen in der Stadt zu finden. Der Wohnungsmarkt ist angespannt. Gerade im Bereich der preisgünstigen Wohnungen gibt es schlicht so gut wie überhaupt keinen Leerstand. Und auch größere Einrichtungen, die zumindest für eine Zeit als Unterbringungseinrichtung taugen würden, sind kaum noch zu finden. Deswegen ist uns auch völlig klar, dass in der aktuellen Situation teilweise eine Notlösung gefunden werden muss und auch mal von Standards abgewichen werden muss, um den Menschen überhaupt ein Dach über den Kopf bieten zu können. Aber da gibt es auch einfach Grenzen. Denn es geht hier um Menschen, die eine Flucht hinter sich haben, sich in allen Bereichen ihres Lebens völlig neu orientieren müssen und die auch möglichst schnell und gut in der Stadtgesellschaft ankommen sollen. Und wie gut das gelingt, hängt eben auch davon ab, wo und wie die Menschen wohnen. Daher betrachten wir die Unterbringung im Eventwerk, wie es hier in der Anlage 3 vorgeschlagen wird, einer großen Veranstaltungshalle in der Straße E, unmittelbar neben Clubs wie dem Sektor, auch in der jetzigen Situation für unzumutbar. Mehr als 300 Personen sollen dort in den nächsten 2 Jahren leben müssen. Eine Halle ohne separate Zimmer, kaum möglich, sich dort auch nur provisorisch einzurichten. Und das Ganze mitten im Industriegebiet, wo direkt nebenan der ganz normale Clubbetrieb läuft, Partys bis in die Morgenstunden stattfinden. Clubs sind ja auch aus gutem Grund nicht im Wohngebiet, sondern außerhalb, damit es eben laut sein kann und es keine Probleme mit der Ruhestörung gibt. Auch Geflüchtete haben ein Recht auf Nachtruhe. Und diese wird planmäßig eben in der Straße E jedes Wochenende einfach nicht sein, wenn dort von abends bis in die frühen Morgenstunden direkt nebenan Technopartys stattfinden. Dazu kommt das Wuling vor der Tür von Gästen, die kommen und gehen. Das ist ja so auch alles völlig in Ordnung, aber eben kein Ort zum Wohnen. Und wir reden hier nicht über ein Provisorium,
sondern wir reden von einer vertraglichen Bindung für 2 Jahre mit Verlängerungsoptionen. Das heißt, wir nehmen hier eine neue Einrichtung ans Netz, die unseren Standards einfach nicht entspricht. Und das halten wir als Linksfraktion für falsch. Daher beantragen wir, dass die Verhandlungen zur Anmietung dieser Einrichtung beendet werden. Es soll stattdessen eine andere Einrichtung gesucht werden, die den Anforderungen an ein Wohnheim, auch an ein Übergangswohnheim für Menschen genügt und für jene Menschen, die hierher kommen nach einer Flucht, ein erträgliches Ankommen ermöglichen. Vielen Dank. Dann habe ich noch einen Änderungsantrag Bündnis 90 Die Grünen vorliegen. Frau Siebenmeier, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte. Ja, in der Tat geht es auf den ersten Blick um eine reine Finanzvorlage, die wir hier zu entscheiden haben. Um zusätzliche Kosten, meine Vorrednerin hatte schon gesagt, zur Unterbringung und Versorgung Geflüchteter aus der Ukraine und anderen Bereichen. Ich glaube, das ist soweit nachvollziehbar und das ist auch unsere Pflicht, genau diese Kosten dann auch zu decken und diese Finanzvorlage hier freizugeben. Nun enthält diese Vorlage 3 Anhänge, die allesamt als vertraulich markiert sind. Und eine dieser Anlagen informiert uns über konkrete Standorte, die in Zukunft geplant seien. Und ich sage hier ganz bewusst, ich lese diese Anhänge und diesen Anhang so, dass wir da lediglich informiert werden. Denn im Beschlusstext wird an keiner Stelle auf diese Anlage 3 direkt verwiesen. Und insofern kann ich auch nicht nachvollziehen, dass wir zum Beispiel heute mit diesem Beschluss einem Eventwerk direkt zustimmen würden. Ich halte das Vorgehen mit den vertraulichen Anlagen bei der Frage nach neuen Unterkünften in der Tat für problematisch. Denn es ist natürlich eine öffentliche Frage, an welchen Standorten wir noch zumal auf längere Sicht Geflüchtete unterbringen wollen. Und es ist genauso von großem Interesse, wie diese Unterbringung auszusehen hat. Wir stehen aktuell, wie viele Großstädte in Deutschland, vor einer großen Herausforderung. Ich würde mal sagen, vor einer, die auch nicht unmittelbar mit 2015-16 zu vergleichen ist. Und insofern habe ich genau wie meine Vorrednerin durchaus auch Verständnis für die Zwänge, in denen die Verwaltung im Moment steckt. Aber wir haben im Moment ein Platzproblem und wir müssen ehrlich damit umgehen, dass wir dadurch unsere Standards, bei der Unterbringung nicht mehr so halten können wie in Zukunft. Herr Genschmer, wir haben in der Tat Platz, aber wir beschäftigen uns im Gegensatz zu Ihnen damit, wie wir die Menschen gut unterbringen können. Wir mussten zeitweise Turnhallen nutzen, zum Teil Hotels und in letzter Zeit auch die Messe. Und ich sage ganz ehrlich, wir wollen nicht, dass Notunterkünfte durch die Hintertür zu diesen Standardsabsenkungen auf Dauer führen. Denn wenn viele Menschen auf engem Raum untergebracht werden, bedeutet das vor allem Stress für die Betroffenen, es verschärft Konflikte und es erschwert auf lange Sicht die Integration. Deswegen wollen wir durchaus über neue Unterkünfte direkter wieder einbezogen werden als Stadtrat. Wir wollen, so wie es unser gutes Recht ist, natürlich darüber mitentscheiden und wollen auch wissen, wie diese Standards eingehalten werden sollen. Insofern haben wir einen Änderungsantrag eingebracht, in dem wir noch mal ganz klarstellen, dass wir im Punkt 8 in Zukunft über alle Gemeinschaftsunterkünfte, also die Unterkünfte, die auf lange Sicht zur Unterbringung von Asylsuchenden gedacht sind, informiert werden. Über alle Unterkünfte, die länger als 6 Monate für eine solche Unterbringung zur Verfügung gestellt werden sollen. Und dass wir da auch ganz transparent die Kosten, die Platzkapazitäten und die Standards aufgelistet bekommen, damit wir wissen, was wir hier beschließen. Und wir wollen außerdem in einem neuen Punkt 9, dass der Oberbürgermeister die Fortschreibung des Fachplans Asyls beauftragt und dann auch an die aktuellen Bedarfe anpasst. Noch ein letztes Wort zum Änderungsantrag der Linken. Wir teilen die Kritik durchaus. Es ist eine große geplante Unterkunft, die eindeutig nicht unseren Standards entspricht. Aber wir haben aktuell keine bessere Lösung.
für den Moment und ich kann sie auch aus dem Änderungsantrag so nicht herauslesen. Und wenn wir von einem Provisorium zum nächsten hier schlittern, glaube ich, ist der Sache auch nicht geholfen. Insofern werden wir diesem Änderungsantrag heute so nicht zustimmen können und ich bitte auch noch mal den Beigeordneten, Herrn Kühn, auszuführen, was es bedeuten würde, wenn wir uns heute mehrheitlich gegen das Eventwerk entscheiden. Ich bitte um Unterstützung zu unserem Änderungsantrag und wir werden der Gesamtvorlage dann so auch zustimmen. Danke. So, dann habe ich zunächst eine weitere Wortmeldung, Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir in der Messe saßen und haben damals über eine Petition und auch einen Antrag zum sicheren Hafen, also Dresden sollte sich zum sicheren Hafen erklären, beraten. Damals standen draußen vor der Tür so ein kleines Häufchen von Aktivisten von Mission Lifeline. Sie kennen ja das Urteil, was die Entscheidung jetzt im Kreisverband zum Thema Schleuser, ne? Wir tagten damals in der Messe und leider fiel dann die Parole, wir haben Platz, auch im Stadtrat auf fruchtbaren Boden. Aber wie Sie ja in den Beiträgen von den beiden Rednerinnen, von Frau Barko und Siebeneicher, schon gehört haben, es war wohl doch gelogen. Und wir haben damals, zumindest Sie, ja wir nicht, wir haben ja nicht zugestimmt, den Mund wohl etwas sehr, sehr voll genommen. Es ist nämlich eine absolute Ironie, dass gerade in dieser Messe dort, in dem Areal, 550 männliche Asylbewerber untergebracht werden, also in einer Behelfslösung. Und wie Sie vielleicht festgestellt haben, haben wir zurzeit die Gefahr, dass wir eine viel dramatischere Flüchtlingswelle als 2015-16 bekommen könnten. Für das vierte Quartal 2022 erwartet man laut Vorlage in Dresden eine Zuweisung von 1700 Asylbewerbern. Und das sind jetzt die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine überhaupt nicht dabei. Das ist ja noch zusätzlich dann. Im vierten Quartal 2021 kamen gerade mal 433 Asylbewerber nach Dresden. Also wenn das keine exorbitante Steigerung ist. Und jetzt haben wir halt den Salat. Wir haben eine Vorlage, die uns als Stadtrat zur Entscheidung drängt, dass wir über 50 Millionen Euro an zusätzlichen, und ich betone zusätzlichen Kosten für Flüchtlinge und Asylbewerber bewilligen lassen soll. Alles ist Steuergeld unserer Bürger. Ja, Steuergeld, und das sollten wir immer im Hinterkopf haben. Woher soll das Geld nun kommen? Die Stadt Dresden hat ja den Anspruch auf eine Asylpauschale. Das ist derzeit 2.636,92 € pro Quartal pro Kopf. Aber noch, ja noch, ist zur Zeit. Und wir kriegen das Geld, was wir eigentlich tatsächlich ausgeben, zwar vom Freistaat, wenn wir Glück haben, dann irgendwann, aber erst nächstes Jahr. Und wir müssen jetzt in Zwischenfinanzierung gehen. Und auf diese 10%, die wir einen Eigenanteil tragen müssen, bleiben wir ja so und so sitzen. So ist das halt, ne? Also wir gehen in Vorleistung mit erheblichen Beträgen und dieses Geld könnten wir für andere Projekte ausgeben. Wir könnten damit zum Beispiel verhindern, dass die Kita-Beiträge steigen, wir könnten die Parkgebühren nicht anheben, ne? Wir könnten auf die Gebührenanhebung verzichten, damit wären vielleicht mehr Leute aus dem Umland nach Dresden gekommen und würden dort in der Gastronomie und im Handel in der Innenstadt konsumieren, könnten wir alles machen, aber nein, wir müssen ja das Geld für was anderes jetzt bereitstellen. Sie sehen also, wir haben in Dresden weder Platz, und das sage ich hier, wie ich hier stehe, und wir haben auch kein Geld für eine unkontrollierte Massenmigration in unsere Stadt. Und wir haben auch keine Lust mehr darauf. Jedenfalls haben immer mehr Bürger keine Lust mehr darauf. Und dass die Bürger keine Lust mehr darauf haben, haben wir gesehen, heute vor der Tür vom Stadtrat, Sie haben ja gesehen, haben Patrioten, großen Teil auch von der AfD, ja, das stimmt, demonstriert. Und Ihre Transparente hatten unter anderem Texte wie Steuersenkung statt Sozialsystemmigranten, bezahlbare Energie statt Sozialsystemmigranten, Gebührenerhöhungen lehnen wir ab, Abschiebung vermindert den Energiebedarf, alles Schlagworte, die wir als Fraktion auch unterstützen. Und deshalb können wir diese Vorlage schon aus grundsätzlichen politischen Gründen einfach nur ablehnen. Was mich natürlich jetzt etwas gewundert hat, ist der Änderungsantrag der Linken. Sie wollen die 314 Plätze im Eventwerk Hermann-Mendes-Straße nicht. Nun frage ich mich, ja,
es ist in der Nähe eine Location, wo man abends ausgeht, Party macht und so weiter. Ja, ist alles richtig. Aber ich frage mich, geht es Ihnen jetzt wirklich um die Unterbringung dort oder geht es Ihnen nur darum, dass Ihre Klientel, die vielleicht abends dort Party macht, nicht durch Migranten in der Nähe belästigt wird, die vielleicht dann auch dort in den Locations mit anwesend sind und möglicherweise sich nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollten? Wir wollen unsererseits das aufgreifen, also diese Praxis, dass wir halt Einrichtungen rausnehmen und stellen deshalb zu Punkt 8 einen Ergänzungsantrag, und zwar möchten wir einen neuen Satz anfügen, der lautet: Eine Unterbringung von geflüchteten Menschen auf dem Grundstück am Werk 1 in Dresden-Schworbitz erfolgt nicht. Kurze Begründung, es geht uns dort vor allen Dingen um die Sozialverträglichkeit dieses Standortes. Es ist ja das Gelände, auch im Gelände einer Schule, so einer schönen Altbauschule, und die Anwohner in dem Bereich wollen einfach dort diese Unterbringung nicht, und dem Anliegen tragen wir Rechnung und damit stellen wir hier diesen Antrag. Vielen Dank. So, als nächstes habe ich Wortmeldung von Herrn Schulze gehabt. Dann war Frau Barkow, Frau Mühle, Herr Dr. Braun-Zelazinski und dann würde ich mal zwingend einordnen, Herr Winsche, der ja auch entsprechend als Vorsitzender des Beirates Rederecht hat und darum auch gebeten hat. So, wir beginnen, Herr Schulze. Hallo, jetzt. Es ist kein direkter Redebeitrag, ich möchte bloß noch mal eine Nachfrage dann auch ergänzen zu der Frage dann von meiner Kollegin Tina Siebenreich noch mal stellen. Dann, also jetzt ist ja einmal Punkt sagen, dann dieser Standort Eventwerk noch mal jetzt hier auch in Rede gestellt worden. Es ist auch noch mal auf die Situation hingewiesen worden. Ergänzend zu der Frage von Tina Siebenreich hätte ich gerne noch mal dann auch eine Auskunft dann von der Verwaltung, wie man eben halt mit möglichen Nachbarschaftskonflikten dann oder auch vielleicht auch Spannungen, die dort auftreten könnten, dann zwischen Eventwerk. Übrigens hat Frau Schöps gar keine Ahnung, was da über Eventwerk läuft. Dann, das ist schon seit Jahren keine Veranstaltung mehr dann, aber das muss man am Rande dann zu dem Redebeitrag und der Substanz von dieser Dame. Aber die Frage wäre letzten Endes, wie man sozusagen dort gedenkt, dann auch mit diesem mit dieser Nachbarschaftssituation noch umzugehen. Das ist jetzt auch nicht dann bloß der Sektor dann, das sind ja noch ein paar andere Clubs dann, die auch, sag ich mal, schon in irgendeiner Form dann auch durch andere Nutzerinnen und Nutzer dort im Gewerbegebiet dann zum Teil eingeschränkt worden sind dann. Also das ist jetzt nochmal die Frage, wie man damit, also ob man das sozusagen im Vorfeld jetzt schon beachtet hat und wie man damit umgehen möchte. Danke. Als nächstes Frau Barkow, dann Frau Mühle. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Ja, Frau Schöps, ich denke, solange wir hier in einer Stadt leben, wo die Leute hinfliehen, weil sie sich hier sicher fühlen und fliehen vor Krieg, vor Hunger, vor Zerstörung und so weiter und hierher kommen, weil sie hier einen sicheren Ort zu finden glauben, da können wir uns sehr glücklich schätzen. Sie können ja gerne mal mit Geflüchteten reden über deren Schicksale. Können wir mit denen reden, wie es eigentlich bei denen in den Heimatorten aussieht, was die Ursache war, die sie zur Flucht veranlasst hat, zu Hause alle stehen und liegen zu lassen und ins Unbekannte zu fliehen. Ich glaube, wenn sie auch nur ein solches Schicksal sich mal ernsthaft anhören würden, dann würden sie nicht mehr hier vorne stehen und so ein hetzerisches Geseier ablassen, also es ist wirklich widerlich. Sie sagten in Ihrer Rede, die Leute hätten keine Lust mehr auf Geflüchtete. Also entschuldigen wir bitte, aber wir haben gerade in den letzten Monaten eine überwältigende Gastfreundschaft erlebt. Das haben wir uns alle miteinander nicht vorstellen können, dass so viele Privatpersonen bereit sind, fremde, geflüchtete Menschen aus einem anderen Land bei sich zu Hause in der Wohnung aufzunehmen, über Monate bei sich zu Hause zu beherbergen. Über 2/3 waren privat untergebracht, mehr, also fast 7.000 Personen, das ist enorm. Also so eine Bereitschaft, so eine Gastfreundschaft ist wirklich überwältigend und Ihre Aussage, irgendjemand hätte keine Lust mehr auf Geflüchtete, passt damit einfach überhaupt nicht überein. Es ist einfach falsch und das trifft auch nicht die Situation, in der wir uns hier gerade befinden oder in der sich die Stadtgesellschaft gerade befindet.
auf 2016 nochmal einzugehen. Sie erzählen ja den gleichen Kram eigentlich bei jeder Rede. Wenn irgendwo in dem Antrag oder in der Vorlage das Wort Asyl vorkommt, kommt immer wieder der gleiche Text, der hier runtergerattert wird. Aber ja, gucken wir doch mal auf 2016. Da kamen viele Menschen auf einmal und es ist überhaupt nichts passiert. Also viele von solchen Hetzern wie Ihnen, ja, lassen Sie mich doch ausreden, solche Hetzer und Hetzerinnen wie Sie haben den Untergang des Abendlandes vorausgesehen und de facto ist überhaupt nichts passiert. Es gab Gewetter und Gehetze in Reden, in den Stadtratssitzungen zum Beispiel. Es gibt Gehetze in den sozialen Medien, aber ansonsten ist die ganze Situation gut gehandelt worden. Es haben sich Leute sind hier geblieben, Leute sind woanders hingezogen, in andere europäische Länder, in andere deutsche Städte, wo auch immer hin, haben sich hier eingefügt, haben hier ein Leben aufgebaut. Also es ist einfach, diese Dramatik ist einfach nicht das, was die Stadtgesellschaft so empfindet oder auch widerspiegelt. Was jetzt besagtes Objekt betrifft, da geht es uns um die Standards. Das ist einfach kein Standard ist, den wir Leuten anbieten wollen, in einer großen Halle, vielleicht provisorisch irgendwie Stellwände dazwischen aufgebaut, dort dann viele Wochen und Monate im Prinzip Tag und Nacht zu verbringen. Deswegen wollen wir just an diesem einen Ort nicht zustimmen, sondern beauftragen den Oberbürgermeister oder bitten den Oberbürgermeister in dem Fall, die Vertragsverhandlungen nicht weiterzuführen, sondern ein anderes adäquates Objekt zu finden, wo tatsächlich auch ein Wohnen und Ankommen möglich ist. So, jetzt Frau Mühle, dann Herr Dr. Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe KollegInnen von den demokratischen Fraktionen, liebe Zuschauende im Stream. Frau Schöps, das, was Sie hier aufzählen, gibt es einfach nicht. Illegale Massenmigration, das gibt es einfach nicht. Jeder Mensch, der hier ankommt, hat das Recht auf Asyl. Und er hat das Recht, hier zu sein, bis über diesen Asylantrag entschieden worden ist. Wir sind verantwortlich, Ihnen dafür die Unterkunft zu geben, die Unterbringung und genau. Und das ist ein solidarischer Akt, das ist für Sie ein Fremdwort, das ist klar. Aber es ist immer noch leichter, diese Solidarität aufzubringen, als diese Umstände durchzumachen, aus denen die Menschen geflohen sind. Weil dann nämlich auch die Fluchtgründe, und das lehnen Sie natürlich auch ab, unsere Verantwortung sind. Klimawandel, Kriege, an allem sind wir auch nicht unschuldig und besonders nicht die AfD, die mit autoritären Regimen kuschelt und alle möglichen Maßnahmen zum Klimaschutz ablehnt. Und um noch etwas zu Spurbitz zu sagen. Die Freien Sachsen proben dort gemeinsam mit der AfD den Aufstand. Aber ich möchte sagen, sie sprechen nicht für die Menschen dort. Gestern waren zu einer Demonstration groß angekündigt, gerade mal reichlich über 100 Menschen dort. Und auch dort wird es Menschen geben und gibt es Menschen, die die Geflüchteten unterstützen. Und ich sage Ihnen, es wird Menschen geben, die sich dort schützen vor dieser Asylunterkunft stellen, wenn Sie versuchen, das zu verhindern. Danke. So, als nächster Herr Dr. Brauns und dann Herr Laczynski. Und dann kommen wir zu Herrn Winscher. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir reden jetzt über eine Finanzvorlage und die Bemerkung möchte ich schon noch machen, dass ich es auch für unangebracht halte, wenn von der AfD immer wieder die gleichen Kamellen hier gemacht worden sind. Ich sage nur, im Grundgesetz und in den Menschenrechtsartikeln steht das Recht auf Asyl. Sie berufen sich ja immer gerne auf das Grundgesetz und schreien Freiheit, vergessen, dass Freiheit auch die eine Seite der Medaille ist, die andere Seite ist Verantwortung und zur Verantwortung gehört eben auch die Mitmenschlichkeit und die ist dann zunächst erstmal bei denjenigen gefragt, die hierher kommen. Deswegen stimmen wir der Vorlage insgesamt zu. Wir halten das für eine sehr ausgewogene Vorlage, auch gerade insbesondere zu dem Punkt 8, den wir jetzt haben. Da darf ich doch daran erinnern,
Das ist mich ein bisschen befremdet, wenn jetzt gerade von linker und von grüner Seite Änderungsanträge kommen. Meine Damen und Herren, die Vorlage kommt aus dem Geschäftsbereich, ich sage jetzt mal Kaufmann, und stellvertretend. Lassen Sie mich einfach ausreden, deswegen habe ich ja Linke und Grüne gesagt, der jetzt von Herrn Kühn verwaltet wird, also demjenigen verantwortlich dann von Herrn Kühn gemacht worden. Linker Geschäftsbereich ist Herr Kühn. Deswegen, meine Damen und Herren, wir halten diese Vorlage für sehr ausgewogen, weil sie in dem Punkt 8 eben genau den Umstand Rechnung trägt, dass wir es hier mit einer Anzahl von Menschen kommen haben, die schnell untergebracht werden müssen, und ich habe keinen Zweifel, auch wenn man so will, gerade weil sie aus dem Geschäftsbereich kommen, dass dort das Bestmögliche getan wird, was gerade in der aktuellen Situation möglich ist, um die Menschen, die zu uns kommen, Asylbewerber sind, bestmöglich unterzubringen. Dann habe ich auch keinen Zweifel, dass es der Situation geschuldet ist, dass hier dieses Wohnheim jetzt Verhandlungen dort mit dem Eigentümer geführt werden. Wenn es andere Unterkünfte gäbe, bin ich mir absolut sicher, hätte die Stadtverwaltung schon etwas anderes ausgesucht. Ich glaube schon, dass sie dort verantwortlich handelt und dass aufgrund dieses Umstandes werden wir den beiden Anträgen von Linken und Grünen auch nicht zustimmen, ebenso wenig dem Änderungsantrag von der FDP. Und lassen Sie mich zum Schluss auch hier die Gelegenheit nutzen, all denjenigen Privatpersonen, die in einer bewundernswerten Solidarität mit den ukrainischen Kriegsflüchtlingen sie untergebracht haben, herzlich zu danken. Das ist eine vorbildliche Solidaritätsbekundung. Von dieser Stelle herzlichen Dank. So, ja, jetzt Herr Laczynski und dann Herr Winzer. Ich würde es gleich vom Platz machen. Ich würde darum bitten, sowohl den Änderungsantrag der Grünen als auch dann die Vorlage punktweise abzustimmen. Und erlauben mir dann doch noch mal eine abschließende Bemerkung Richtung Frau Barkow. Sie hat ja gesagt, eine Halle mit Stellwänden sei unwürdig für Flüchtlinge und einen solchen Ort kann man deswegen nicht zustimmen. Konsequenterweise müssen Sie dann eigentlich auch fordern, dass die Unterbringung in der Messe aufgegeben wird. Dann müssen Sie sich dann vielleicht doch noch mal in sich gehen und auch ehrlich machen. Vielen Dank. Punktweise dann im oder in der Vorlage jeder Einzelpunkt oder? Den Änderungsantrag der Grünen punktweise ja, und die Vorlage können wir dann zusammenfassen, 1-7 zusammen und die restlichen dann wieder einzeln. Okay. So, Herr Winsen, bitte. Ja. Sehr geehrter Peter, liebe Gäste, Schwermut und tragbare Lösungen habe ich heute mitgebracht. Dieser Antrag als Finanzvorlage ohne die vorherige Beteiligung des Integrations- und Ausländerbeirates ist eine nicht hinnehmbare Missachtung der demokratischen Gepflogenheiten. Es ist eine Verletzung des Paragraph 2 Absatz 1 der Satzung des Integrations- und Ausländerbeirates, wo dann drin steht, dass alle Vorhaben der Stadt, die Ausländerinnen und Ausländer besondere Maße betreffen können, müssen vor der Beschlussfassung in den Ausschüssen, im Stadtrat und beim Integrations- und Ausländerbeirat zur Stellungnahme vorgelegt werden. Das wäre auch noch selbst bei unserer Sitzung gestern möglich gewesen. Ein wichtiges Anliegen, was Migranten dieser Stadt elementar betrifft, an den Integrations- und Ausländerbeirat vorbeizuwinken, widerspricht unser Demokratieverständnis. Es fällt uns schwer, dies nicht als Absicht abzutun. Schon alleine dieser Umgang könnte manche Menschen dazu bewegen, per se so eine Vorlage abzulegen. Doch sie haben Glück, der Integrations- und Ausländerbeirat ist ein konstruktiver Partner, der sachlich für ein gerungenes Miteinander in der Landeshauptstadt Dresden kämpft und 16% der Stadtbevölkerung demokratisch vertritt. Nur zur Vorlage. Sauber, satt und trocken könnten die Ansprüche eines Landes sein, dessen Nationalmannschaft aus Angst
vor dem Zorn eines menschenrechtsverachtenden Regimes die Kapitänsbinde um Damenbinden umtauscht. Doch Menschenrecht und Humanität sind unverkäuflich. Ich versichere Sie, dass die humanitäre Herausforderung in Not uns mehr als genug bekannt ist. Über eine Finanzvorlage über neue Unterbringungsstandorte zu schaffen, weckt ernsthafte Bedenken. Damit wird ein wichtiges Kontrollrecht des Stadtrates und der Gremien der übervorlagenden Verwaltung ausgesetzt. Besonders bei den Finanzvolumen und die enorme Bedeutung der Unterbringung für die Integration der Menschen, übrigens nicht nur der Integrations- und Ausländerbeirat, sondern auch der Sozialausschuss nicht involviert worden war und dadurch eine wichtige Mitgestaltungsmöglichkeit und Chance verwehrt wurden. Früher konnten wir bei solchen Neueinrichtungen über Gemeinschaftsunterkünfte im Stadtrat in den Gremien inhaltlich auseinandersetzen. Zum Beispiel, über welche Unterbringungsstandards reden wir jetzt gerade? Über welche Standards die neuen Objekte verfügen werden? Und da gibt es, meine Damen und Herren, tatsächlich Redebedarf. Zum Beispiel die Platzkapazität. Wir hatten mal mit 65 Personen eine Grenze, Maximalbelegung gehabt. Jetzt gibt es Objekte, die deutlich darüber sind. Zum Beispiel die Verpflegung. Da haben wir auch negative Tendenzen. Zum Beispiel Catering. Schon jetzt gibt es Menschen, die durch die Stadt fahren müssen, dreimal für die Mahlzeiten mit Umsteigen, Bus und Bahn. Und wie das dann jetzt mit neuen Objekten sein wird, steht auch noch in den Sternen. Es ist auch zu befürchten, dass durch diese Notlage wieder unseriöse Anbieter ins Boot geholt werden könnten. Wir wollen aber humanitäre Voraussetzungen und Grundlagen zu einer gelingenden Integration schaffen. Riesige Unterkünfte sind selbst in der Not keine gute Voraussetzung dafür. Probleme und Spannungen bei Menschen im engsten Raum, besonders auf längere Zeit, sind vorprogrammiert. Und selbst, egal wie groß die Not ist, wir sind an unseren Werten verpflichtet. Fakt ist, diese Vorlage wird neue Unterkünfte und Notunterkünfte schaffen. Unter Notunterkünfte versteht der Beirat eine zeitlich begrenzte Unterbringung. Wenn aber solche Einrichtungen länger als 6 oder 12 Monate laufen, sprechen wir aber nicht mehr um Notunterkünfte, sondern um eine Dauerunterkunft. Bei solchen Einrichtungen müssen auch die Kontrollfunktionen des Stadtrates und den Gremien und auch des Integrations- und Ausländerbeirates eingebunden werden. Sonst schaffen wir wirklich irgendwann einen Integrationsnotstand, den wir wirklich keine hier haben will. Und zur Abstimmung. Natürlich kann in dieser Notlage dieser Antrag nicht abgelehnt werden. Doch bei der zukünftigen Gestaltung müssen wir zwingend gemeinsam arbeiten und gemeinsame Wege gehen. Und ein dringender Appell auch an die Stadtspitze zu den Kosten, dass da halt von dem Bund in Aussicht gestellte Mittel mit allen Nachdruck dann eingefordert wird. Wir werden dranbleiben, für die Rechte und humanitäre Standards kämpfen und lassen wir in Dresden aus dieser Not eine Tugend machen. Vielen Dank und halte durch, Luis. So. Es sind einige Fragen gestellt worden und bitten nochmal auf Auskünfte und von Seiten der Verwaltung. Bitte schön, Herr Bürgermeister Kühn. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht nochmal zunächst die Darstellung der Situation, in der wir uns befinden. Wir haben aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats Sachsen in den Monaten jetzt November und Dezember eine Zuweisung von 600 Personen im Zusammenhang Flucht und Asyl. Ich will darauf verweisen, dass im Freistaat Sachsen derzeit jede Woche etwa 100 Flüchtlinge, insbesondere über Tschechien und Polen, ankommen. Das sind überwiegend keine Flüchtlinge aus der Ukraine. Wenn die humanitäre Situation sich in der Ukraine durch die völkerrechtswidrigen Krieg von Russland weiter zuspitzt und insbesondere die Bombardierung von sozialer Infrastruktur, was dazu führt, dass es kein Wasser, kein Strom, keine Wärme gibt, und dort dann Menschen wieder flüchten werden, die zwischenzeitlich vielleicht auch zurück in ihre Heimat gekehrt sind, dann kommt das noch dazu.
Wir gehen auch von dem Lagebericht von der Bundespolizei, auch von den Einschätzungen des Freistaats Sachsen, nicht davon aus, dass es in den nächsten Wochen und Monaten anders sein wird. Wir gehen davon aus, dass wir auch im neuen Jahr, Januar, Februar, schätzungsweise pro Monat 300 weitere Zuweisungen haben werden an Geflüchteten. Und die Unterbringungskapazitäten sind im Wesentlichen ausgeschöpft. Wir haben, die Messe für 8 Wochen für eine temporäre Notunterkunft eingerichtet für bis zu 550 Personen. Das haben wir nicht gemacht, weil wir der Meinung sind, das ist die beste Form der Unterbringung von Menschen, die eine Flucht hinter sich haben und hier bei uns Asyl beantragen, sondern schlicht und ergreifend, weil wir keine Alternativen haben. Sie wissen, dass die Messe nur temporär ist, weil natürlich das Ziel der Messe ist, oder der dort Veranstaltungen durchzuführen, Mitte Januar zum Beispiel eine wichtige Messe und auch weitere Veranstaltungen im ersten Quartal und fortfolgende. Das heißt, wir werden Anfang Januar diese temporäre Notunterkunft, die eben auch nicht über die notwendige soziale Infrastruktur für eine längerfristige Unterbringung verfügt, entsprechend wieder zurückführen. Wenn wir nicht größere Einrichtungen wie das Eventwerk nutzen können, reden wir über Schulturnhallen. Beim Eventwerk ist es so, dass dort eine völlig andere Unterbringung vorgesehen ist, als das jetzt temporär eben in der Messe der Fall ist. Wir gehen dort von Schlafmöglichkeiten in einem wesentlich privateren Bereich, in einer Zweierbelegung aus, mit wesentlich größerem Platzumfang. Es soll dort die Möglichkeit einer sozialen Betreuung vor Ort geben in der Einrichtung. Insbesondere das Thema Spracherwerb soll dort abgebildet werden. Es wird also dort entsprechende Räumlichkeiten dann auch geben, auch Freizeitmöglichkeiten, einschließlich Sportbetätigungsmöglichkeiten. Natürlich ist das Thema Lärm zu beachten. Und insofern ist das ein Thema klassisch fürs Baugenehmigungsverfahren, dass sowas sozusagen im Fokus ist. Und der Standort ist uns bekannt hinsichtlich der Rahmenbedingungen. Aber ich will noch mal sagen, angesichts der hohen Zahl an Geflüchteten, die nach Sachsen kommen und die uns dann zugewiesen werden, sind wir, was die Kapazitäten an verschiedenen alternativen Möglichkeiten angeht, begrenzt. Sie wissen, dass der Wohnungsmarkt in Dresden angespannt ist. Das heißt, die Anzahl von vielen Wohnungen, die uns für die Unterbringung zur Verfügung stehen, ist sehr stark eingeschränkt. Natürlich sind die Unterbringung und Wohnung für die Perspektive das, was man anstrebt, also nicht in Gemeinschaftsunterkünften, aber der Wohnungsmarkt gibt es schlicht und ergreifend nicht her. Das war schon schwierig für die Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, und das ist aus anderen Herkunftsländern nicht einfacher. Wir haben die Hotels, die sind alle gerade im Weihnachtsgeschäft gut ausgelastet, das ist auch nur zeitlich begrenzt. Ich verweise mal auf das Thema Verpflegung und fehlende soziale Infrastruktur, auch die Räumlichkeiten in den Hotels sind begrenzt, hin. Also auch die Hotels sind keine Möglichkeit für eine längerfristige Unterbringung, gerade wenn dann auch wieder die Wärmejahreszeit und damit die Auslastung steigt, ab beispielsweise Ostern etc., werden wir weniger Kapazitäten in den Hotels zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben die mobilen Raumeinheiten, die wir jetzt an mehreren Standorten dezentral planen. Auch das ist sicherlich keine Unterbringungsform, die wir uns als prioritäre Unterbringungsform wünschen. Aber das ist auch wieder dem geschuldet, dass wir auf anderem Wege und angesichts der hohen Zuweisung, die wir haben, nicht mehr ohne dieses Element auskommen. Es ist richtig, dass wir perspektivisch, und das ist vielleicht auch die Lessons learned aus 2016, 2017, Vorhalteeinrichtungen brauchen,
die den Standards genügen, die der Stadtrat 2017 beschlossen hat, hinsichtlich auch der Ausstattung und der Quantität, also der Platzzahl. Nur muss man dazu sagen, dass wir diese Vorhalteeinrichtung nicht in der nötigen Zahl derzeit haben und auch nicht in der Größenordnung, dass es da Objekte gibt, die wir derzeit prüfen, die man eben perspektivisch dauerhaft für diesen Unterbringungszweck zur Verfügung stellen kann. Aber das ist in der Regel mit Baumaßnahmen im größeren Umfang zu tun, die eben dazu führen, dass auch diese Vorhalteeinrichtungen nicht kurzfristig zur Verfügung stehen. Und ich will auch verweisen, dass wir diesen Kraftakt nur stemmen werden, wenn wir eine Unterstützung von Land und Bund in die Aufgabestellung bekommen. Das ist adressiert. Ich glaube, es gibt da auch eine Aufgeschlossenheit. Aber im Moment sind wir mit dieser Aufgabe natürlich als Kommune zunächst einmal alleine aufgestellt. Insofern muss man ganz klar sagen, es gibt ganz viele in meinem Geschäftsbereich, im Geschäftsbereich 5, die sich tagtäglich um nichts anderes kümmern, sich ans Telefon klemmen und versuchen, Einrichtungen zu aktivieren, die prüfen, wo wir die Geflüchteten unterbringen können. Aber ich sage es nochmal, wir werden im Januar aus der Messe rausgehen und wenn wir das insbesondere auf das Eventwerk nicht zurückgreifen können, sind wir bei den Schulturnhallen. Und da hatte ich das so verstanden, auch hinsichtlich des Konfliktes Schul- und Vereinssports, dass das die letzte Option ist und auch das ist ja von der Unterbringung und den Rahmenbedingungen der Unterbringung nicht der Standard, den wir uns, glaube ich, gemeinsam wünschen. Es ist nicht Ziel, dass diejenigen, die wir im Januar im Eventwerk unterbringen, dort 2 Jahre bleiben sollen. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern natürlich geht es darum, dass wir dann in die dezentrale Unterbringung gehen, so es denn eben möglich ist. Aber man muss einfach sagen, dass das angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen nicht immer kurzfristig gelingen wird. Das ist schlicht und ergreifend so. Und deshalb bitte ich nochmal mit Nachdruck darum, dass uns jetzt nicht einzelne Einrichtungen rausgestrichen haben, weil ich Ihnen ganz klar die Konsequenz benennen muss. An den Herrn Winzen noch der Hinweis oder das Angebot, ich komme gerne in den Ausländerbeirat und würde dann nochmal ausführlicher die Situation darstellen und was wir tun, um weitere Unterbringungsmöglichkeiten, die möglichst nah an das, was gewünscht und im Stadtrat beschlossen ist, herankommen. Aber ich bitte nochmal um Verständnis, dass wir angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen nicht sozusagen eins zu eins das, was 2017 beschlossen wird, umsetzen können. Soweit nochmal als Beantwortung und Ergänzung zur Vorlage selbst. Weitere Wortmeldung sehe ich nicht, dann kämen wir jetzt zur Abstimmung. Ich würde jetzt mal einfach hintereinander weg die einzelnen Änderungsanträge aufrufen und dann eben, wie gesagt, zur Schlussabstimmung kommen. Zunächst habe ich den Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Neun Ja, 55 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Dann mache ich erst mal den von Bündnis 90 Die Grünen, da war gebeten worden, die Punkte einzeln als Änderungsantrag abzustimmen. Also zunächst den Punkt 8, wer hier zustimmen möchte, dass das so ergänzt wird, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Überprüfen. 48 Ja, 18 Nein, 0 Enthaltungen. Das wäre positiv votiert. Wir kommen zum Punkt 9,
Wer dem folgen will, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. »33 Ja, 33 Nein, bei keiner Enthaltung. Damit ist das, hat keine Mehrheit gefunden. Wir kommen zu dem Änderungsantrag der AfD. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.« »17 Ja, 49 Nein, keine Enthaltung. Damit hat es auch keine Mehrheit gefunden. Und damit kommen wir zur Schlussabstimmung. Und da war gebeten worden, die Punkte 1 bis 7 zunächst und dann 8 und der, ergänzte Punkt 8 dann abzustimmen, separat.« Ja, geänderten, ja. Ist in Ordnung. Also, wir kommen damit erstmal zur Schlussabstimmung über die Punkte 1 bis 7. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. »52 Ja, 14 Nein, keine Enthaltung.« Und dann bliebe der geänderte Punkt 8 noch übrig. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. »51 Ja, 14 Nein, keine Enthaltung. Damit hätte das auch eine Mehrheit gefunden. Damit wären wir durch den Punkt durch. Ich will nur hier ankündigen, dass ich gerade letzteren Punkt nochmal in die Prüfung geben werde, ob er rechtlich zulässig ist, denn das gibt es bisher eine andere Rechtsauffassung, dass das eben Geschäft dann der laufenden Verwaltung ist, wir dafür zuständig sind und das eben nicht dem Gremium hier obliegt. Aber das schauen wir uns an, prüfen wir und dann gibt es darauf eine entsprechende Rückmeldung, so auch mein Abstimmungsverhalten. Damit hätten wir den Punkt 27 realisiert. Wir kommen